Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir die Ugly to Beauty Challenge gemixt mit dem Make No Mistake Challenge. Das heißt, wir dürfen alles nur einmal anklicken. Und ja, das ist schwer, aber wir werden das schon irgendwie gebacken kriegen. Eigentlich sollte heute die 100 Baby Challenge kommen, aber irgendwie habe ich das jetzt nicht mehr rechtzeitig gepackt. Beziehungsweise ich kriege Besuch und deswegen ist es ein bisschen schwer, das jetzt noch auf dem letzten Drücke, bevor der Besuch kommt, fertig zu machen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich das jetzt mal kurz so mache, aber das ein bisschen einfach für mich ist, weil ich da ja nicht so viel aufnehmen muss. Okay, und das ist die Person. Es ist ein bisschen weird. Aber wir beginnen wie folgt. Wir müssen sie ausziehen. Weil, ja, oh mein Gott. Das, ja. Tschüss. Alles. Also, ich meine, es geht noch. Also man kann das noch retten. Ja. Ich möchte erstmal deinen Kopf kleiner machen, bitte. Ich habe Angst, dass ich ihn zu klein mache. Kannst du dich aufhören zu bewegen? Ich glaube, so ist okay. Die Schultern müssen auch ein bisschen mehr so. Dann würde ich gern das so ein bisschen. Das. So ein bisschen mittlerer. So, keine Ahnung. Lass dich bitte deine Boobs richten. Brauchst nicht so krass aufgeplustete. Dann möchte ich dir ein bisschen Hüfte geben. Und ein bisschen mehr davon. Die Oberschenkel können ein bisschen dünner sein. Nicht, dass es ugly wäre, aber. Keine Ahnung. Und dann. So. Ihre Füße ein bisschen größer. So, und dann ist ihr Körper doch schon okay. Bis auf den Booty. Den Booty würde ich auch noch gerne ein bisschen so. You know? Easy. Okay. Dann, ich habe Angst vor dem Gesicht. Ich mach die Ohren als nächstes, weil die irritieren mich. Sind doch jetzt ganz süß. So, und dann, sie hat nicht so ein komisches, reingestrecktes Gesicht. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, dann mache ich das so. Das kommt ein bisschen runter. Habe ich die jetzt weitergestreckt um? Ab. Keine Ahnung. Ich darf es auf jeden Fall nicht mehr berühren eigentlich, deswegen musste ich das natürlich zurückmachen. Ups. Dann ein bisschen so. Was habe ich? Okay, keine Ahnung. Ich wollte aber das hier haben. Okay, da kann ich das noch enger machen. Das ist schön. Das kann auch noch mal ein bisschen. Das wird auch noch ein bisschen. So! Das sieht doch schon okay aus. Denke ich. Keine Ahnung. Dann kommt die Partie. Die muss ein bisschen so. Das Kinn. Sieht ein bisschen weird aus. Irgendwie ist es nicht das, was ich irgendwie erwartet hätte. Deswegen verwirrt mich das komplett. Vielleicht ist es halt auch einfach, weil das jetzt alles noch nicht so ist, wie ich will. Das ist die Größe und ich würde die gerne ein bisschen näher aneinander machen. Weil das sah jetzt schon ein bisschen komisch aus. Das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus wieder. Der Mund darf gerne ein bisschen schmaler. So. Es sieht weird aus. Definitiv. Aber das ist schon okay. Okay, welche Augenbrauen geben wir hier? Geben wir die hier. Weil die gehen, glaube ich, immer. Dann machen wir die so ein bisschen und ziehen wir die runter. Sieht okay aus. Man kann ja auch noch mit Make-up und so weiter regeln, ne? Ich habe übrigens auch keine Facecam, weil ich sehe gerade nicht so gut aus. Aber das ist okay. Dann würde ich erstmal sagen, geben wir ein paar Skin-Details. Ich würde ihr gerne Dimples geben. Wenn wir jetzt schon letztens darüber... Nein, das sind nicht die Dimples. Möchte ihr
Dimples geben. Wo sind die? Da. Die würde ich ihr gerne geben. Die hier. Man sieht es bei ihr jetzt nicht so krass, aber es ist trotzdem süß. Und dann gebe ich ihr, of course, die Eyelashes. Geben mal die hier. Sieht nice aus. Es macht halt einfach direkt immer alles besser. So schön. Okay, und sonst will ich ihr eigentlich nichts geben, glaube ich. Zumindest erstmal. Ich kann mich ja immer noch umentscheiden. Und dann suche ich jetzt eine Frisur aus, wovor ich ein bisschen Angst habe. Also sie hatte ja schwarze Haare, deswegen werde ich jetzt auch wieder versuchen, schwarze Haare zu geben. Wenn ich was Falsches anklicke wegen Sisi, dann passiert. Aber ich suche auf jeden Fall irgendwas, was halt eventuell ganz gut zu ihr passen könnte. Ich meine, ich habe ja auch ziemlich viel Auswahl, so grundsätzlich. Aber es muss mir so ins Auge springen, was so zu ihr passen könnte. I don't know. Ich würde ihr auf jeden Fall gerne lange Haare geben. Keine Ahnung, irgendwie finde ich, dass sie der Typ dafür. So, keine Ahnung, irgendwie lange Haare würden ihr bestimmt gut stehen. Ich habe safe das Gesicht einfach zu mehr Dings gemacht, also zu eng. Ah, what am I? Ich dachte, das würde so passen. Ich will die Frisur. Die sind jetzt nicht so lang, aber ist schon okay. Und dann in schwarz. Sieht doch eigentlich ganz süß aus. Eigentlich. Dann machen wir weiter mit Make-up. Ich glaube, ich nehme das hier, weil das halt noch am ehesten nicht so ganz krass heftig ist. Weil sonst verkacke ich halt richtig. Ich nehme das hier. Okay. Es geht noch. Ich möchte aber auch einen Eyeliner haben. Den hier einfach. Dann muss er nicht krass sein, so, ne? Und dann, Blush ist immer so eine Sache. Ich möchte ihr auch Highlighter geben, aber aus Gesichtsbemalung links. Ist halt die Frage, ob ich dies hier nehme. Oder halt sowas hier. In den hier. Okay. Es geht. Und dann einen Lippenstift. In der Farbe. Das ist okay. Das hat ihre Lippen ein bisschen gerettet irgendwie, finde ich. Ja. Gefällt mir. Und jetzt gucken wir noch nach Highlighter. Will ich so einen? Oder so einen? Oder den? Ich nehme den. Das ist okay. Yep. Müssen wir jetzt sowieso so lassen. Deswegen, ja. Vielleicht gebe ich ihr eine Kette. Irgendwas Niedliches. Keine Ahnung. Das hier ist süß. Und dann mal gucken, was ich zum Outfit als Outfit geben kann. Ich meine, ich habe zwar viele Sachen so, aber ist halt trotzdem immer ein bisschen schwierig, ne? Ich würde ihr, glaube ich, gerne das hier geben. Auch in schwarz. Weil das sieht schön aus. Jo, sieht gut aus. Ich dachte, es wird schlimmer werden, aber das ist schön. Das gefällt mir. Es passt auch so, es ist halt sehr dunkel jetzt alles. Ich möchte ihr eine High-Waist-Jeans geben. Mal gucken, wo wir das herbekommen. Ich nehme jetzt die hier. Mann, welches Blau nimmt man denn dann? Ich nehme das hier. Ihr Gesicht ist schon ein bisschen unfall, kann das sein? Oh Mann, oh. Dann Schüchen. Keine Ahnung, was würde sie so für Schuhe tragen? I guess einfach sowas hier. Was gibt's denn für Farben? Würde ich halt die, glaube ich, nehmen. Ja, die sind okay. Dann würde sie bestimmt Socken tragen. Ja, nur so weiße Socken. Ja.
Maybe vielleicht sogar noch ein bisschen hoch. Aber ich glaube, ich habe keine kürzeren Söckchen. Naja. Also sie ist jetzt halt okay geworden. Ich hatte schon schlimmere Sims. Aber keine Ahnung. Also sie hat schon was so. Aber gefällt mir jetzt nicht besonders gut. Ihr könnt mir natürlich sagen, was ihr von ihr haltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!